Wissenschaftler sind der Wahrheit über Merlin näher gekommen. Hat der legendäre Zauberer wirklich existiert? Die Legenden von König Arthur, der Dame des Sees, Excalibur und den Rittern der Tafelrunde faszinieren die Menschen seit vielen Jahrhunderten. Einer der interessantesten Figuren in diesen Geschichten ist der Zauberer Merlin. Fragmente eines nach seinen benannten Manuskripts aus dem 13. Jahrhundert enthielten kürzlich einen der frühesten bekannten Hinweise auf einen Zauberer in der Menschheitsgeschichte. Im Jahre 2019 gab es eine neue Entdeckung eines Manuskripts. Die analysierten Fragmente stammen aus den altfranzösischen Textfolgen, die als Vulgata Cyclus oder Lancelot Graal Cyclus bekannt sind und auf den Beginn des 13. Jahrhunderts zurückgeht. Ein Teil dieses Zyklus würde möglicherweise von Sir Thomas Malory als Quelle für seine Veröffentlichung verwendet. Es ist der Hauptquellentext für viele moderne Reproduktionen der Sage von König Arthur. Nach 2 Jahren sorgfältiger Forschung und Restaurierung mit modernster Technologie und forensischer Handschriftanalyse haben Forscher der Universitäten Bristol und Durham ihre Ergebnisse in einem neuen Buch veröffentlicht. The Bristol Merlin übersetzt die Enthüllung der Geheimnisse eines mittelalterlichen Fragments. Nach ihren Ergebnissen könnten die gefundenen Dokumente möglicherweise die Existenz des berühmtesten Zauberers der Geschichte beweisen. Die Datierung der Handschrift, aus der die Fragmente entnommen wurden, deutet auf eine Entstehung um die Jahre 1250 bis 1275. Mittels paläographischer Analyse lokalisierten die Forscher den Autor in Nordfrankreich. Der Text selbst, Beauty Vulgate du Merlin, würde um 1220 bis 1225 geschrieben. Dank einer Anmerkung am Rand konnten die Forscher feststellen, dass sich die Handschrift zwischen 1300 und 1350 in England befand. Die meisten Manuskripte des Textes wurden nach 1275 verfasst. Daher ist dies ein besonders frühes Beispiel für die Geschichte am runden Tisch. Wie die Pressemitteilung berichtet, haben Professor Lea Theta, Dr. Benjamin Pohl und Dr. Laura Juan Campbell die Analyse mit Hilfe von Professor Andy Beppi durchgeführt, dessen mobiles Spektrometer dabei half, die beschädigten Segmente des Manuskripts genauer zu lesen. Das Manuskript beschreibt Merlins Traumdeutungsfähigkeiten und seine Fähigkeit, Menschen einzuschläfern. In leicht gedämpfter Weise bezieht er sich auch auf die Beziehung zwischen Merlin und der Zauberin Viviana, die in späteren Berichten als die Herrin des Sees bekannt ist. Einige Abschnitte enthalten längere Beschreibungen dessen, was verschiedene Charaktere tun, insbesondere in Bezug auf den Kampf. Zum Beispiel, wenn Merlin die Armee anweist und entscheidet, wer jeder der 4 Divisionen von Arthur führen wird. Die für jede Division verantwortlichen Charaktere unterscheiden sich von der bekannten Erzählversion. Die Ereignisse der wiederhergestellten Seiten beginnen mit Arthur, Merlin, Gawain und anderen Rittern, darunter König Ban und König Boros, die sich auf die Schlacht von Trebes gegen König Claudas und seine Anhänger vorbereiten. An einem Punkt, als Arthurs Streitkräfte in einer Notlage sind, wendet Merlins Rede, die sie zum Kampf und Mut aufruft, die Dinge um. Und Merlin führt persönlich den Angriff an. Dafür verwendet er ein spezielles Drachenbanner, das er Arthur gegeben hat. In der Geschichte zufolge spuckte das Banner echtes Feuer. Die Erzählung fährt dann mit einer Erklärung der Träume von Ban und Elaine durch Merlin fort. Merlin trifft dann Viviana, die wissen möchte, wie man Menschen einschläfert, denn sie möchte ihre Eltern einschläfern lassen. Merlin bleibt eine Woche bei Viviana, verliebt sich anscheinend in sie, weigert sich aber mit ihr zu schlafen. Dann kehrt er nach Benoic zurück, um sich Arthur und seinen Gefährten anzuschließen. Professor Theta ist beeindruckt von der Präzision, mit der alte und beschädigte Texte zusammengestellt wurden. Es zeigt er auch, wie sich die Legenden von König Arthur in späteren Texten entwickelten. Sie zeigen die Figur von Merlin als allgemeinen Zauberer, der eher ein bisschen wie Gandalf aus den Herren der Ringe aussieht. In gewisser Weise macht es diesen Charakter auch real. Da neue Analysetechniken auftauchen, die es Wissenschaftlern ermöglichen werden, noch ältere Teile der Manuskripte zu interpretieren. Es ist möglich, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, die Geschichten mit dem echten Merlin und Arthur in Verbindung zu bringen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und falls ihr dieses Thema interessant fandet, gebt mir einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen.